Ich habe mir allerhand interessante Notizen über einen Freund Goethes, einen unglücklichen Poeten namens Lenz verschafft, der sich gleichzeitig mit Goethe hier aufhielt und halb verrückt wurde. Lenz ist eine Erzählung Georg Büchners aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der er sich mit der psychischen Erkrankung des Schriftstellers Jakob Michael Reinhold Lenz auseinandersetzt. Die gleichnamige Hauptfigur ist auf der Reise durch ein Gebirge, um einen Pfarrer zu treffen, der ihm bei seinen psychischen Problemen helfen soll. Dort angekommen fühlt sich Lenz zunächst in der Gesellschaft des Pfarrhauses willkommen, bis er sich in sein kaltes und dunkles Zimmer zurückzieht. Es war ihm leer, aber er konnte es mit nichts mehr ausfüllen. Das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang alles. Im weiteren Verlauf der Handlung verschlimmert sich Lenz' Zustand. Er hat Wahnvorstellungen, Halluzinationen, redet wirr und hat extreme Stimmungsschwankungen. Gerade die beeindruckende Ästhetik des Gebirges hat einen starken Einfluss auf ihn. Er beschreibt die Landschaft ausführlich, wobei die Motive der Wolken, Berggipfel, Wälder und des Sonnenlichts wiederholt vorkommen. Lenz stellt sich im Text als Verfechter des Realismus heraus. Der Dichter und Bildende ist mir der Liebste, der mir die Natur am wirklichsten gibt, sodass ich über seinem Gebild fühle, alles Übrige stört mich. 2006 erschien unter der Regie von Thomas Imbach eine Adaption des Textes, die ebenfalls stark auf diese realistischen Züge eingeht und sie versucht visuell darzustellen. Bevor die Werke miteinander verglichen werden können, muss geklärt werden, was eine Adaption eigentlich ist. Michael Steiger definiert Adaption, spezifisch die Literaturverfilmung, als das Ergebnis eines Medienwechsels vom schriftlich fixierten Text zum audiovisuellen Medium. Film und Vorlage stehen in einer intermedialen Wechselbeziehung, die verdeutlicht, dass hier zwei unterschiedliche Medien mit ihren spezifischen Codes, technischen Voraussetzungen miteinander verglichen werden. Filme nutzen sprachliche, schriftliche, bildliche, lautliche und musikalische Zeichen, die zusammen als Zeichensystem aufgefasst werden können. Dieses grenzt sich dahingehend ab, dass es eigene Konventionen der Darstellung in den letzten 130 Jahren seit der Entstehung des Films entwickelt hat, die sich von anderen Medien und somit Zeichensystemen unterscheiden. Allein die Vielfalt und Kombinationsmöglichkeit der einzelnen Zeichenarten scheinen in Verbindung mit der Eigenschaft des Films, eine Vielzahl an Bilder aneinander zu reihen, unendlich. Die Lenz-Verfilmung von Thomas Imbach aus dem Jahr 2006 lässt sich nach der Definition von Helmut Kreutzer als interpretierende Transformation bezeichnen. Bei dieser Art der Adaption wird nicht nur die Inhaltsebene ins Bild übertragen, sondern auch die Form-Inhaltsbeziehung der Vorlage, ihr Zeichen- und Textsystem, ihr Sinn und ihre spezifische Wirkungsweise erfasst und aus diesem mit dem Zeichensystem des neuen Mediums ein neues, aber möglichst analoges Werk geschaffen. Zu Beginn des Films wird auf die Inspiration von Georg Büchner verwiesen. Die Hauptfigur in beiden Werken heißt Lenz und wird auf ihrem Weg in die Schizophrenie begleitet, wobei die Gebirgslandschaft und ihre Eindrücke auf Lenz einen massiven Einfluss auf seine geistige Gesundheit ausüben. Der Lenz aus dem Film, selbst in der Filmbranche tätig, beschäftigt sich außerdem mit Büchners Erzählung. Es wird aus dem Text vorgelesen. Dennoch ist die Verfilmung ein eigenes Werk, es treten andere Nebencharaktere auf. Handlungsort und Zeit unterscheiden sich und Lenz' Situation ist eine andere. Der Film unterteilt sich in zwei Erzählperspektiven, die über die gesamte Laufzeit ineinander verwoben sind. Zum einen werden Lenz und die Nebenfiguren mit einer wackeligen Handkamera gefilmt, deren Bildmaterial an amateurhafte Privataufnahmen aus den 90er und Nuller Jahren erinnert. Hier zeigt sich der erwähnte Realismus, es wird nichts versteckt oder beschönigt. Unterbrochen wird die Figurenhandlung durch hochwertige, meist statische Landschaftsmotive, deren Bildaufbau der Handlung eine weitere Ebene hinzufügt. Zum einfacheren Verständnis spreche ich im Folgenden von Camcorder und Landschaftsaufnahmen. Während sich erstere direkt mit den Charakteren und deren Emotionen auseinandersetzen, zeigen zweitere die ästhetische Gewalt, mit der Lenz zu kämpfen hat. Der Film als Ganzes lässt sich als einen Rahmen betrachten und erzählt die Reise von Lenz in die Schweiz und die dortige Handlung. Ein zweiter Rahmen wird dann durch den Camcorder aufgespannt. Du hast aber nur gerade von deiner Rolle erzählt. Von dir selber, der Mensch dahinter, der Mensch hinter Lenz. Das bin ich doch. Ich spiele ja keine Rolle. Du spielst dich selber, oder? Ja, ich filme mich selber einfach. Ich hab's aufgegeben, mit Schauspielern zu arbeiten. Bringt nichts. So Leute wie ihr ist viel besser, ist viel interessanter, ist viel echter. Betrachten wir die äußere Rahmenhandlung, können wir keine Erzählfigur finden, da aus der externen Erzählperspektive berichtet wird. Der heterodiegetische Erzähler steht außerhalb der erzählten Welt. Er kann insofern auch nicht ins Geschehen eingreifen. Inhalt dieser Aufnahmen sind hauptsächlich Landschaften, die Alpen, insbesondere das Matterhorn, Momentaufnahmen, die den Erzählfluss verlangsamen, ästhetisch aufwerten und durch die Komposition der Bildelemente Bedeutung schaffen.
Man möchte manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu können. Des Weiteren finden sich Textausschnitte und sprachliche Bilder auch in der Bildsprache des Films wieder, wobei die Reihenfolge der entsprechenden Stellen nicht denen der Vorlage entspricht. Den 20. ging Lenz durchs Gebirg, die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Es war ihm wie ein Schatten, ein Traum, und es wurde ihm leer, wieder wie auf dem Berg, aber er konnte nichts mehr ausfüllen. Das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang alles. Er stürzte sich in den Brunnenstein, aber das Wasser war nicht tief, er patschte darin. Breite Bergflächen, die aus großer Höhe sich in ein schmales und gewundenes Tal zusammenzogen, das in mannigfachen Richtungen sich hoch an den Bergen hinaufzog. Große Felsenmassen, die sich nach unten ausbreiten. Wenig Wald, aber alles im grauen, ernsten Anflug. Kein Lärm, keine Bewegung, kein Vogel. Nichts als das bald nahe, bald ferne Wehen des Windes. Auch erschienen Punkte, Gerippe von Hütten, Bretter mit Stroh gedeckt von schwarzer, ernster Farbe. Die Gerippe stellen in den Bildern kahle oder schneebedeckte Bäume dar, deren Äste und Stämme an Skelette erinnern. Die Raben im Hintergrund deuten eine negative Entwicklung an und durchbrechen die Ruhe des sonst harmonisch wirkenden Ausschnitts. Er hätte der Sonne nachlaufen mögen. Wie die Gegenstände nach und nach schattiger wurden, kam ihm alles so traumartig, so zuwider vor. Wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und die Stimmen an den Felsen wach wurden. Er war allein, allein. Da rauschte die Quelle, Ströme brachen aus seinen Augen, er krümmte sich in sich. Endlich dämmerte es in ihm, er empfand ein leises, tiefes Mitleid in sich selbst. Er weinte über sich, sein Haupt sank auf die Brust. Der Film kontrastiert Lenz' Einsamkeit, indem er in einer Skihütte auftritt. Umgeben von fremden Menschen hat der gespielte Song dennoch eine so starke Wirkung auf Lenz, dass er in Tränen ausbricht. In der späteren Szene, dieses Mal alleine in der Wohnung, spielt Lenz melancholisch Gitarre und singt dazu Wish You Were Here von Pink Floyd. Er durchstrich das Gebirg in verschiedene Richtungen. Breite Flächen zogen sich in die Täler herab. Wenig Wald, nichts als gewaltige Linien und weiter hinaus die weite rauchende Ebene. In der Luft ein gewaltiges Wehen. Er wurde still, vielleicht fast träumend. Es verschmolz ihm alles in eine Linie, wie eine steigende und sinkende Welle zwischen Himmel und Erde. Es war ihm, als läge er an einem unendlichen Meer, das leise auf- und abwogte. Der Ausschnitt spielt auf sein Verlangen an, ästhetische Gruppierungen in Stein zu verwandeln, die sich sonst unweigerlich auflösen. Die Abwärtsfahrt der Skifahrenden beschreibt die unendliche Schönheit, die aus einer Form in die andere tritt. Ewig aufgeblättert, verändert. Man kann sie aber freilich nicht immer festhalten. Rote Strahlen schossen durch den grauen Morgenhimmel in das dämmernde Tal, das im weißen Rauch lag, und funkelten am grauen Gestein. Sie entfernten sich allmählich vom Gebirg. Es wurde finster, je mehr sie sich Straßburg näherten. Alle fernen Gegenstände dunkel, nur der Berg neben bildete eine scharfe Linie. Lenz starrte ruhig hinaus, keine Ahnung, kein Drang, nur wuchs eine dumpfe Angst in ihm, je mehr die Gegenstände sich in der Finsternis verloren. In den letzten Bildern des Films verliert sich Lenz im Anblick des Matterhorns nach Sonnenuntergang. Der Gipfel verschwindet im immer dunkler werdenden Himmel und hinter den schnell vorbeifliegenden Bäumen vor dem Zugfenster. Lenz verlässt das Gebirge allein. Sein Ziel ist ungewiss, wird nicht verraten und sein geistiger Zustand bleibt auch unverändert. Zwischen den Landschaftsbildern finden sich auch einige Aufnahmen von Lenz, wie er in seinem geistig instabilen Zustand durch das Gebirge irrt. Die Bilder haben häufig eine komische, absurde und distanzierende Wirkung, die die ruhige, fast romantische Ästhetik des Bildes dem Aufgewühltsein und manischen Verhalten gegenüberstellen. Davon abgegrenzt entwickelt sich die Handlung des Films in den Camcorder-Aufnahmen, da hier die Figuren miteinander agieren. Erzählt wird dieser Teil von einer unbekannten Person, die den Camcorder bedient. Sie steht als homodiegetischer Erzähler in der erzählten Welt. Auch wenn die Person nicht ins Geschehen eingreift, ist sie trotzdem Teil der Handlung. Ihre tatsächliche Existenz zeigt sich in den folgenden Szenen. Zuerst sieht man den Schatten der Person, später wird sie von einem Taxifahrer angesprochen. Schau mal, der macht einen Film, aber... In den Camcorder-Aufnahmen spricht Lenz teilweise auf einer Metaebene von dem Film, den er gerade dreht bzw. drehen lässt. Oder er durchbricht die vierte Wand und redet direkt in die Kamera. Dies hat den Effekt, dass die Zuschauenden aus ihrer Illusion gerissen und erinnert werden, dass sie gerade einen Film schauen.
Außerdem verdeutlicht sich Lenz' psychischer Zustand, da er in diesen Momenten den Zuschauenden tiefe Einblicke in sein Innenleben gewährt, dennoch mit sich selbst zu erzählen scheint. Beides steht in einem ironischen Kontrast zueinander, da gleichzeitig Distanz zur Erzählung geschaffen wird, während Lenz sehr nah und offen über sein Innenleben redet. Zusätzliche Nähe wird visuell erzeugt, die Perspektive ist dauerhaft eine Nah- oder Detailaufnahme, nur selten geht sie einen Schritt zurück und zeigt einen größeren Bildausschnitt. Die Distanzlosigkeit wird von Lenz bewusst verwendet. Wen besorgt diese Distanzlosigkeit? Ist das denn nötig? Glaub schon. Ist es nicht ein bisschen die falsche Zeit dafür? Ich meine. Für Distanzlosigkeit? Na, für solche Experimente, ja. Ich glaube, es ist gerade die richtige Zeit, weil alle viel zu viel Distanz immer haben zu dem, was sie machen. Aus diesem Gespräch lässt sich Lenz' Philosophie und sein Kunstverständnis ableiten. Ich bin 36 Jahre alt, ich muss jetzt mal anfangen, irgendwann von mir selber zu erzählen und nicht irgendwie beobachten, Gesellschaft abbilden und mich irgendwie letztendlich doch raushalten. Da musst du vielleicht ein bisschen tiefer schürfen als da. Ich schürfe doch total tief. Mit der bereits erwähnten Distanzlosigkeit verfolgt Lenz die Ideen des Realismus. Die Camcorder-Aufnahmen in schlechter Qualität zeigen ein lebensnahes, realistisches Bild der Situation. Die ProtagonistInnen, ihre Emotionen und Handlungen werden ungefiltert dem Publikum präsentiert. Nur eingeschränkt durch die Perspektive des Camcorders. Die Landschaftsbilder lassen eher auf Motive der Romantik schließen. Ruhige Naturaufnahmen, in denen die Elemente im Nebel verschwimmen, kalte, dennoch leuchtende Blau- und Grüntöne und unwirkliche Licht- und Schattenspiele. Lenz ist auf der Suche nach sich selbst und danach, wie er als Filmschaffender seine Identität in seine Werke verarbeiten kann. In der ästhetisch ansprechenden Landschaft der Alpen scheint er durch das Matterhorn diesem Anspruch näher zu kommen. Es gibt immer wieder von der Kamera aufgefangene Verbindungen zwischen Lenz und dem Gipfel. Seine Krankheit verschlimmert sich im Film vornehmlich durch wegfallende soziale Bindungen und wird nur ästhetisch von den Landschaftsnahmen untermalt. Lenz findet zunächst Hoffnung in der Nähe zu seiner Familie und im gemeinsamen Zeitverbringen in den Bergen. Während er und seine Ex-Frau sich weiter nähern, schieben sich immer wieder auftretende Verhaltensweisen seiner Schizophrenie dazwischen, die zur Folge haben, dass er sich schließlich selbst von seiner Familie abwendet. Lenz verliert sich in seinem geistigen Zustand. Umgeben von der gewaltigen Ästhetik der Alpen, durchleben wir mit ihm in sehr emotionalen und distanzlosen Bildern, was er fühlt und denkt. In den Credits singt Lenz After the Gold Rush von Neil Young. Ich dachte darüber nach, was ein Freund zu mir sagt und hoffte, dass es eine Lüge war. Dieser Vers lässt sich auf das Gespräch mit Eva beziehen. Vielleicht hat Lenz im Film nachgegeben und ist zu Eva und seiner vorherigen Arbeit als Filmschaffender zurückgekehrt. Vielleicht haben die Einsamkeit und die Entfernung zu seiner Familie ihn gänzlich in seine Krankheit getrieben. Während Lenz' Ausgang ungewiss bleibt, können die Zuschauenden über die ästhetischen Bilder hinweg ihre eigenen Wünsche und Ziele reflektieren. Dennoch bleibt die Melancholie der Einsamkeit hängen und schafft so das unangenehm reale Porträt eines Künstlers, der sich in seiner Existenzkrise auflöst.